meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde eines vernünftigen Bahnverkehrs und Gegnerinnen der Zerstörung unseres funktionierenden Kopfbahnhofs. Wir begrüßen Sie, Hannes Roggenbauer und ich, im Namen unserer Fraktionsgemeinschaft SOS und Linke sehr herzlich im Stuttgarter Rathaus, dass Sie zum Teil weite Wege auf sich genommen haben, um mit uns zu diskutieren. Als wir im Herbst 2014 Vorschau auf unsere Arbeiten in diesem Frühjahr genommen haben, ist uns aufgefallen, dass in diesem Frühjahr sich zwei Entscheidungen jähren zum 20. Mal, die für Nutzer der Bahn und Freunde des öffentlichen Transports von großer Bedeutung sind. Nämlich erstens die Entscheidung des Deutschen Bundestags, die Bahn auf den Weg der Privatisierung zu schicken, die Bahnreform genannt, und die erste öffentliche Verkündung des Projekts Stuttgart 21 und all seiner Segnungen, die es über diese Stadt bringen sollte. Beides sind Entscheidungen mit erheblichen Konsequenzen auch für tausende von Eisenbahnerstellen, um noch gar nicht von der Ausdünnung und Amputation des Fahrplans der Deutschen Bahn zu reden. Und mit dramatischen Konsequenzen für unsere Stadt. Und dass der Begriff der Stadtzerstörung, der von uns in Stuttgart ja inzwischen sehr häufig genannt wird, das absolut zutreffend beschreibt, was hier passiert, das ist inzwischen wirklich unübersehbar für jeden, der nur sehen will. Und unsere Einschätzung war, als wir diese beiden Jubiläen im Blick genommen haben, die Betreiber beider Projekte, haben überhaupt kein Interesse daran, eine öffentliche Diskussion darüber zu führen und eine ehrliche Bilanz ihrer Fehlentscheidungen zu treffen, denn die würde in beiden Fällen vernichtend ausfallen, denn nichts hat sich verbessert für die Bahnreisenden, keine einzige der Behauptungen, mit denen politische Gremien zur Zustimmung für Stuttgart 21 bewegt worden sind, hätte heute noch Bestand. Die Leistungsfähigkeit, Fehlanzeige, Nebelkerze, die Kosten, die Zeitpläne, dass es keine Beeinträchtigung der S-Bahn und des Straßenbahnverkehrs in Stuttgart geben würde, war auch eine dieser Behauptungen der Verantwortlichen, die sich heute schlicht und ergreifend als Lüge herausstellt. Christoph Engelhardt, einer der Referentinnen und einer der Referenten, der hier sprechen wird, hat es ja mal zutreffend bezeichnet als den größten Betrugsfall der deutschen Industriegeschichte, was da passiert ist. Und als wir uns dann zusammengetan haben mit den Bündnispartnern von Bahn für alle und Bürgerbahn statt Börsenbahn, haben wir gemerkt, dass eine Konferenz, die notwendig ist, auch auf deren Agenda steht. Und eine Konferenz, die Perspektiven entwickelt, um Bahnpolitik wirklich umzusteuern auf eine ökologische Verkehrswende und damit den Druck zu erhöhen, damit das zerstörerische Projekt Stuttgart 21 beendet wird. Denn für jeden, der das Wort vom Wohl der Stadt im Mund führt und nicht nur rhetorisch im Mund führt, muss klar sein, das kann es nur durch den Abbruch dieses Projekts geben. Denn Stuttgart 21 ist nicht reformierbar, auch nicht mit kritischer Begleitung. Dann auch einfach noch von mir einen schönen guten Abend. Tom und ich haben uns wirklich gefreut, dass wir, und das sieht man heute, das schaffen, dass dieses Rathaus, was nicht so arg für Bahnkompetenz und sinnvolle Stadtentwicklung bekannt ist, heute mal endlich mit Bahnkompetenz und auch einen Beitrag für sinnvolle Stadtentwicklung füllen zu dürfen. Und deswegen danke, dass wir alle da sind. Wenn wir über 20 Jahre Stuttgart 21 und Bahnreform reden, dann ist das nichts Abstraktes, sondern wir machen es aus zwei Gründen. Tom hat den ersten genannt, weil wir nach 20 Jahren überzeugter wie jemals sind, dass Stuttgart 21 beendet gehört und dass wir die Alternativen hier in dieser Stadt diskutieren müssen. Zweitens aber sind 20 Jahre nicht einfach nur so eine Retro-Perspektive, die nichts mit uns zu tun hat, sondern ich glaube, jeder, der sich mit Bahnverkehr beschäftigt und der das Glück hat, oder man kann es auch vielleicht, also ich würde sagen, das Glück hat, in dieser Stadt zu leben,
der verbindet auch 20 Jahre Geschichte und emotionale Sachen mit dem Projekt. Für mich hat es, und das ist jetzt, das freut mich jetzt auch, fast vor 20 Jahren, also über meine Hälfte meines Lebens beschäftigt mich jetzt dieses Projekt hier in Stuttgart, und es hat begonnen, dass mein Vater mit dem Winnie Wolf da geholfen hat, ein kleines Büchle zu machen, dieses kleine rote Büchle, 95 glaube ich kam das raus, Hauptbahnhof im Untergrund. Und es ist erstaunlich, wenn man das heute liest, wie aktuell und weitsichtig das damals war. Und das ist für mich jetzt schön, dass wir daran anknüpfen können und immer noch darüber reden, wie wir dieses Projekt verhindern und wie wir, das hätte es meiner Meinung nach Stuttgart 21 nicht gegeben, ohne die Bahnreform, auch über die Bahnreform, die Angestellten nochmal richtig nachdenken müssen und aufpassen müssen, weil ich bin mir sicher, das Immobilienprojekt Stuttgart 21 hätte es nicht gegeben durch diese Verbindung und Kopplung 94, dass man gedacht hat, man kann jetzt mit den tollen Bahngrundstücken, die alle nicht mehr betriebsnotwendig sind, weil man eine schlanke, effiziente Bahn da irgendwie nur noch für den Hochgeschwindigkeitsverkehr macht, dass man die einfach verkaufen kann, dass man mit denen richtig spekulieren kann und Geld machen kann. Ohne so eine Verknüpfung von Bahnreform hätte es diesen Schwachsinn in Stuttgart nicht gegeben. Deswegen hängt es für uns zusammen. Und wir hoffen, dass wir jetzt von dieser Konferenz gute Impulse für Stuttgart und für den Bahnverkehr in ganz Deutschland gemeinsam erfahren und lernen können. In dem Sinne freuen wir uns, hier loslegen zu können. Oben bleiben. Ja, jetzt genug der Vorrede und rein ins Programm, denn so schön das Rathaus ist, das Schöne hat in einem Rathaus wie diesem berechtigterweise auch relativ früh ein Ende und muss es haben. Ich möchte deshalb an allererster Stelle alle diejenigen, die jetzt in den Saal gegangen sind, ohne sich einzuschreiben, zu registrieren und ihren Beitrag draußen zu leisten, darum bitten, zwischen dem Kulturteil und dem Ende der Podiumsdiskussion rauszugehen und sich noch einzutragen und die Aufkleber mitzunehmen und ihre Beiträge zu leisten. Denn wie Sie wissen, finanzieren sich solche großen Dinge, wie wir sie hier versuchen, nicht von alleine, und wir sind darauf angewiesen, dass das tatsächlich auch passiert. Und wir haben einfach im Interesse eines einigermaßen vertretbaren Ablaufs der Konferenz mittendrin beschlossen, wir stoppen das auf das Registrierungsprozedere und bitten alle in den Raum, dass es losgehen kann. Also bitte sind Sie so lieb, die sich nicht gemeldet haben, das nachher noch zu tun. Eine kleine Programmübersicht noch möchte ich gerne geben. Also ich werde hier gerade auf einem falschen Wort, auf dem falschen Fuß erwischt, weil nach meinem Kenntnisprogrammablauf soll das Grußwort des Aktionsbündnisses morgen statt. Nein, sehen Sie, vor lauter Vorbereitungsstress weiß man nicht mehr, was man selber zu Papier gebracht hat. Okay, gut. Dann würde ich sagen, bevor wir in den Programmablauf nachher nochmal reingehen, grüßt uns nochmal Eisenhardt von Löber für das Aktionsbündnis. Sorry, Eisenhardt, ich brauche ja, liebe Freunde einer Umwelt- und sozialverträglichen Bahn, ich freue mich, dass ich dieses Grußwort zu Ihnen sprechen darf, denn die heute beginnende Kopfmachen-Konferenz ist ein Ereignis erster Güte. Natürlich, weil Sie alle in großer Zahl auch von weit her da sind, aber auch, weil sich hier Fachwissen und Bürgerbewegungen zusammenfinden mit dem Ziel, ihr Bestes für eine zukunftsweisende künftige Bahnpolitik beizutragen. Jene, die das organisiert haben, ich nenne stellvertretend Winfried Wolf, Rainer Monheim, Tom Alter und Werner Sauerbaum, aber auch allen, die als Träger und grüne Kooperationspartner und als Helfer sich beteiligen, möchte ich im Namen des Aktionsbündnisses ganz herzlich danken. Die Umsteuerung der Verkehrsbahn
Kurz- und Bahnpolitik hat die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft selbst zu leisten. Sie glänzt heute leider durch Abwesenheit. Allerdings wissen wir spätestens seit dem 5. März letzten Jahres, dass die Bahnvorstände und Aufsichtsräte auch entgegen aktienrechtlichen und strafrechtlichen Anforderungen auf Geheiß der Kanzlerin und ihrer Profanas handeln. Dabei hatten die Bahnchefs eingeräumt, dass das Bahnprojekt Stuttgart 21 das Sinnbild der verkehrten Verkehrspolitik heute schon angesichts festgestellter Unwirtschaftlichkeit nicht mehr begonnen würde. Dem politischen Druck folgend haben sie schon 2009 die Kosten geschönt und 2013 in zweifacher Milliardenhöhe Ausstiegskosten nach oben getrieben. Ein Fall von Betrug und Untreue, den die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und der Berliner Justizsenator noch zu prüfen haben. Übrigens, kennen Sie den Däubel-Effekt? Der Politikwissenschaftler Professor Jürgen Falter von der Uni Mainz erklärte dazu kürzlich im Deutschlandfunk, nachdem gegen den ehemaligen Finanzminister Ingolf Däubel ergangenen Urteil gehe künftig die Angst um. 3,5 Jahre Gefängnis und Verlust der Beamtenpension wegen strafbarer Untreue ist kein Pappenstiel. Falter prognostiziert eine Zäsur, dass die Politik sorgfältiger mit dem anvertrauten Geld umgehen wird. Das ist allerdings höchste Zeit und mit dem Weiterbaubeschluss der Bahn letztes Jahr sträflich versäumt worden. Deshalb ist diese Konferenz brandaktuell. Die Bahn und die politischen Entscheider dürfen sich nicht länger wegducken und ihre Gemeinwohlpflicht nicht untreu werden, sonst muss die Justiz korrigierend eingreifen. Ich betone aber, uns genügt grundsätzlich schon die gute Einsicht und die tätige Reue, wenn sie nicht gar zu spät kommt. Denn letztlich zählen das Verstehen und die Verbundenheit miteinander und für das größere Ganze, die uns zusammenführen sollen. Bitte helfen Sie deshalb persönlich und als Multiplikatoren auch für die aktuell noch laufenden beiden Stuttgarter Bürgerbegehren für den Ausstieg aus Stuttgart 21. Da gibt es ja Freunde, die Freundinnen, die das zur Unterschrift bereithalten. Möge der gute Geist den Gang der Begegnungen und der Konferenz beleben. Möge das davon ausgehende Stuttgarter Manifest und die spätere zusammenfassende Dokumentation sowie ihrer aller Kraft helfen, dass die verkehrspolitische Wende gelingt, auf dass die Bahn und Stuttgart oben bleiben. Einzunehmen. Währenddessen sage ich allen anderen nochmal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt diese Podiumsdiskussion, die knapp 1,5 Stunden dauern wird. Dann gibt es eine ganz kurze Pause, wirklich nur eine Viertelstunde.
Und wir werden dann ganz pünktlich 7:45, 20.15 Uhr mit einem tollen Kulturprogramm beginnen. Und man muss die Verpflegung zwischendurch irgendwie aus der Handtasche hinkriegen. Danach ist aber wirklich auch pünktlich fertig. Wir werden 9:45 hier fertig sein. Wir sind mitten in der Stadt, da können Sie noch ganz hübsch was essen gehen. Und Sie werden auch genügend Nachtruhe bekommen, weil es morgen erst um 10 Uhr, dafür aber sehr pünktlich um 10 Uhr hier weitergeht, in diesem schönen Saal mit einer gemeinsamen Eröffnung und dem Versuch oder dem ja schon sehr gut vorbereiteten Plan, ein gemeinsames Stuttgarter Manifest hier auf die Beine zu stellen. Und dann gibt es 2 Runden Workshops, morgen Vormittag und am Nachmittag nochmal. Und wir haben dann morgen einen Tag, der sehr abwechslungsreich sein wird, mit einer Kundgebung, mit einer Demonstration, mit weiteren gemeinsamen Podien und einem großartigen Abendprogramm. Das müssen wir nicht im Detail hier vorstellen, weil Sie es, wie gesagt, in Ihrer Konferenzmappe finden. Und ich freue mich jetzt einfach weitergeben zu können und freue mich auf eine spannende Podiumsdiskussion. Jessica Springfeld vom Handelsblatt moderiert diese Veranstaltung. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Danke, dass Sie gekommen sind, obwohl draußen fantastisches Wetter ist und wir jetzt hier gemeinsam den Abend verbringen. Für mich als Kölnerin ist es immer wieder beeindruckend, dass auch Jahre, ja eigentlich inzwischen Jahre später, nachdem es zumindest aus den überregionalen Medien oder sicherlich auch Medien wie das Handelsblatt das Thema Stuttgart 21 ein bisschen verschwunden ist, dass hier immer noch so viele Menschen sind, die wirklich da aufbegehren und ihre Zeit da opfern und sich einfach engagieren. Und das finde ich sehr toll, das einmal vorab. Ich werde das anmerken. Ich möchte Ihnen unsere Diskussionsteilnehmer vorstellen. Ich beginne mal ganz rechts. Ich begrüße Herrn Peter Conradi, SPD-Abgeordneter, erklärter Gegner von Stuttgart 21 und wie mir vorab gesagt wurde, reuiger Sünder in Bezug auf die Bahnreform. Wir werden darauf eingehen. Wir gucken mal, was dabei rumkommt. Begrüße neben mir Herrn Leister. Wir hatten leider nicht mehr die Chance, vorher zu sprechen, deswegen korrigieren Sie mich gerne, wenn ich falsch liege. Wie ich das sehe, haben Sie beruflich schon sehr, sehr viele Stationen hinter sich. Sie waren mal bei der Bahn, Sie waren dann bei der Connex Regio Bahn, die später Keolis war, beim VBB, wenn ich das richtig sehe, und sind jetzt Managing Director bei der Railroad Development Corporation. Richtig, ja. Wunderbar. Mir als Kölnerin ist das bekannt als die Damen und Herren, die den HKX betreiben. Das ist der schöne Zug, der zwischen Köln und Hamburg unter anderem hin und her fährt. Ich bin sicher, das ist nicht das einzige Projekt, das Sie betreuen, aber dazu vielleicht auch später mehr. Dann begrüße ich zu meiner Linken Professor Broder, Verkehrsexperte, damals 27 Jahre bei der Deutschen Bahn. Und wie mir vorab gesagt wurde, er ist eigentlich die personifizierte Flächenbahn. Das war wohl damals sozusagen hier. Ja, ihr Hauptanliegen und heute unterstützen Sie die Aktion Bürgerbahn statt Börsenbahn. Dann weiter ein Gast aus der Schweiz, Herr Matthias Dietrich, Geschäftsführer Litra Information für den öffentlichen Verkehr aus Bern. Und nochmal eins weiter, Herr Hans-Dietrich Springhorn, Bahnsicherheitsingenieur. Ich habe mir erklären lassen, ich dachte zuerst, na gut, jemand, der genau guckt, dass alles sozusagen im ICE, dass da alle Sicherheitssysteme stehen. Nein, Bahnsicherheitsingenieur ist in dem Fall, er achtet vor allem auf die Arbeitssicherheit bei der Deutschen Bahn und kann sicher auch sagen, wie sich die Arbeitsverhältnisse da geändert haben bei der Deutschen Bahn. Und ist dort seit 1966, also kann uns gegebenenfalls sicherlich ein paar Interne über diesen Konzern sagen. Starten wir mal vorab einfach mit einer kleinen persönlichen Frage. Beantworten Sie das Ganze einfach sehr... Lehrerstuhl! Ach, der Lehrerstuhl. Ich soll Herrn Rüdiger Grube vorstellen. Ich
der leere Stuhl. Herr Konradi, Sie haben sich selbst einmal als blauen Elefanten, der noch was zu sagen hat, betitelt. Und nun scheint das zumindest in Bezug auf andere Parteikollegen nicht zu gelten. Die haben anscheinend weniger zu sagen, denn wie Sie mir sagten, die SPD hat ihre Teilnahme an der Konferenz verweigert. Ich habe mir sagen lassen, auch die Grünen wollten niemanden stellen, der zum Beispiel jetzt heute an der Podiumsdiskussion teilnimmt. Wenn Sie der Elefant sind, sind die anderen dann Mäuse? Weder noch. Ich bin hier, weil ich vor 20 Jahren im Bundestag Eisenbahnneuaufsatz zugestimmt habe, was ja das Jubiläum wir hier auch heute begehen und was dazu sagen werde, wie das zustande kam und warum. Und ich bin hier, weil ich seit 1994 ein erklärter Gegner von Stuttgart 21 bin. Ob Maus oder Elefant, das entscheidet die Öffentlichkeit. Herr Leister, ich habe es ja schön gelesen, 2002 hat jemand über Sie geschrieben, David gegen Deutsche Bahn. Wer ein bisschen bibelfest ist, weiß, wie David gegen Goliath damals ausgegangen ist. Jetzt sind Sie also schon, spielen Sie dieses Spielchen David gegen Deutsche Bahn also schon eine ganze Weile. Wie sieht es da im Kampf aus? Ja, das kann man natürlich ganz schlecht mit einem Satz sagen. Natürlich damals, als so einstweilige Verfügungen ins Haus flatterten und dies und das und jenes und ein erbitterter Kampf, Medan war ja Kämpfer und aber alles haben wir uns auch nicht gefallen lassen. Das ist schon am Anfang ein eigenartiges Gefühl, aber inzwischen bin ich 61 und ich habe keine Angst mehr und das ist, glaube ich, ganz wichtig im Leben. Ja, die Bahn ist freundlicher geworden, aber richtig geändert hat sie sich nicht, das will ich also schon feststellen. Auch dazu gleich mehr. Professor Bodak, Sie waren 27 Jahre bei der Deutschen Bahn. Das können ja nicht nur schlechte Jahre gewesen sein, sonst bleibt es normalerweise nicht 27 Jahre irgendwo. Wenn man Sie dann heute trotzdem noch als, Sie sind dann irgendwann ausgeschieden oder gegangen worden, dann mussten Sie mir jetzt gleich sagen, wie das genau ablief, von der Deutschen Bahn, wenn Sie dann heute trotzdem als personifizierte Flächenbahn bezeichnet werden, macht Sie das stolz oder ist das was, wo Sie sagen, naja, eigentlich möchte ich da gar nichts mehr zu tun? Ja, da ist meine Meinung sehr zwiespältig, auch meine Gefühle sind da sehr zwiespältig, denn ich war seinerzeit auf der Vorstandsetage tätig und fand die Bahnreform als unbedingt notwendig, um den unsäglichen politischen Einfluss ein Stückchen zurückzudämmen. Denn was die Politiker immer aus ihrer Geltungssucht wollten oder nicht wollten, das war einfach etwas Furchtbares und meine Vision war, dass wir eine Bahn machen, die wirklich bürgernah ist und wo die Bahnexperten wirklich das Sagen und Gestalten haben. Und als ich dann Herrn Dürr unterstellt wurde, also im ersten Vorstand der Deutschen Bahn AG, habe ich das also nur 2 oder 3 Jahre ausgehalten und gesehen, dass ein Arbeiten unmöglich ist. Und was mich natürlich ganz furchtbar traurig stimmt, dass der politische Einfluss, den man mit der Bahnreform ja verhindern wollte, dass der jetzt schlimmer ist als je zuvor. Herr Dietrich, sehnsüchtig gucken, glaube ich, viele Deutsche irgendwie in die Schweiz, weil man immer so gut ist und das Netz ist ja so engmaschig und so pünktlich und jeder nutzt die Bahn. Und wenn man dann so von außen kommt und dann nach Deutschland hierhin eingeladen wird, denkt man dann so, sagen wir denen mal, wie es funktioniert. Ist das so ein bisschen, dass man von außen drauf guckt und sich fragt, warum klappt das bei uns und dort nicht? Oder wenn man von außen drauf guckt, dass man einfach wirklich da die Unterschiede sieht und sagt, naja, so wie in der Schweiz kann es auch nicht funktionieren. Ja, das ist so schwarz-weiß, wie Sie jetzt das skizzieren, ist es ja auch nicht. Bei uns klappt auch nicht alles. Ich bin ein Schweizer, also muss ich neutral sein. Ich komme gerne an Veranstaltungen, politische Diskussionen. Ich bin auch in einer Organisation tätig, da haben wir ganz rechts, ganz links mit dabei. Das bleibt auch eine Diskussionskultur. Und insofern, bei uns funktioniert nicht alles. Es gibt gewisse Unterschiede, es gibt deutlich mehr politischen Einfluss. Da könnte ich dem Votum meines Vorredners anschließen, das ist manchmal mühsam, manchmal sehr positiv.
Zum 9. Februar hatten wir Glück in einer Volksabstimmung. Vielleicht haben Sie knapp mitbekommen, es ging dort auch über eine sogenannte Masseneinwanderungsinitiative. Die wurde angenommen, aber zum gleichen Zeitpunkt haben wir zum Glück geschafft, FABI, das ist eine typische Abkürzung, Schweizer Verfahrensabkürzung, Finanzierung, Ausbau der Bahninfrastruktur. Diese Abstimmung haben wir gewonnen. Und ja, wenn man politische Einflüsse hat, muss man auch damit leben. Es kann Vor- und Nachteile haben. Und bei unserem direkt demokratischen System kann es dann auch ziemlich in die Hose gehen. Herr Springmann, ich hatte schon gedacht, Sie sind seit 1966 bei der Deutschen Bahn und jetzt sitzen Sie hier und wie ich das so ein bisschen einschätze, verzeihen Sie mir, dass ich salopp sage, hinkeln natürlich Ihrem Arbeitgeber so ein bisschen ans Bein. Ist das okay? Ja, das dürfen Sie gerne so sagen, denn ich bin ja seit dem 1. Januar pensioniert. Aber ich habe mich auch vorher schon massiv gegen diese Bahnreform und auch gegen die Privatisierung gewehrt und geäußert. Aber leider, wie man merkt, ja nicht mit Erfolg. Ich möchte heute sagen, dass ich es bedauere, dass von meiner Gewerkschaft kein offizieller Vertreter hier ist. Als einfaches, aktives Mitglied dabei und werde mich auch entsprechend hier äußern. Über die Frage der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsverhältnisse nach der Privatisierung. Das alte Sprichwort, viele Köche verderben den Brei, das gilt auch für den Schienenbereich. Und das ist für die Arbeitsverhältnisse, für die Menschen, die dort arbeiten, nicht besser geworden durch die Bahnreform. Herr Conradi, dann, Sie sagen selber, Sie waren, haben damals vor 20 Jahren für die Bahnreform gestimmt. Was haben Sie sich damals, und jetzt tun Sie uns den Gefallen und versuchen Sie es zumindest so kurz zu fassen, was haben Sie sich damals erhofft und was, warum sagen Sie heute, oder warum ja, sagen Sie heute, naja, da ist was draus geworden, was ich überhaupt nicht mehr unterstützen kann? Die Bahn war damals, also 93, 94, in einem furchtbaren Zustand. Vorausgegangen waren 40 Jahre Auto- und Straßenpolitik. Das heißt, alle Bundesregierungen vorher haben das Auto und den Straßenverkehr ausgebaut. Ich erinnere an, der Verkehrsminister Leber hat gesagt, jeder Deutsche muss in 20 Kilometer Entfernung eine Autobahn erreichen können. Das waren die Ziele. Es wurden 150.000 Kilometer Autobahn und Bundesstraßen gebaut, aber nur 1000 Kilometer neue Schienen. Und die Bahn hatte in diesem Jahr entsetzlich verloren am Personenverkehr, am Güterverkehr. Sie machte riesige Schulden, sie war in einem furchtbaren Zustand. Und da kam jetzt durch den Zusammenschluss der beiden Deutschlands die Frage, was machen wir denn mit der früheren Reichsbahn der DDR und mit der Bundesbahn von Westdeutschland? Und die sollten zusammengeführt werden und das war das Eisenbahnneuordnungsgesetz. Und wir alle haben uns damals erhofft, einen Wandel in der Verkehrspolitik. Der ist leider nicht eingetreten. Aber die Hoffnung war doch, dass die Bahn besser geführt wurde. Sie wurde geführt bisher vom Bahnvorstand, der saß in Frankfurt. Der war fachlich sicher nicht schlecht, unternehmerisch verheerend und entsetzlich bürokratisiert. Man sprach immer von der Behördenbahn, umständlich und langsam. Und wir hofften durch eine straffere, unternehmerische Struktur, die Bahn zu einer besseren Politik zu bewegen, zu mehr Leistung, vor einem höheren Anteil am Verkehrswachstum, geringere Schulden, der Bund wollte den Haushalt sich entlasten, größere Kundennähe und fast alles ist misslungen. Übrig geblieben ist positiv alleine nach meiner Sicht die Regionalisierung. Das ist die Regionalisierung des schienengebundenen Nahverkehrs. Das heißt, dass der Nahverkehr von der Zentrale in Frankfurt vergeben wurde an die Länder, die bekamen dafür Geld vom Bund und jedes Land hat seinen eigenen Nahverkehr nach seinen Bedürfnissen kundennah ausgeschrieben und das ist eine wesentliche Verbesserung. Da liegt auch das Wachstum, das Passagierwachstum der Bahn ist im Wesentlichen im Personennahverkehr, dort wo die Länder also das Sagen haben und nicht der Bund. Herr Conradi, man merkt es ja, also alles. Die leeren Ziele, und Sie haben sie schön beschrieben, und dann kommt ja irgendwann der Moment, wo sich so erste Zweifel breit machen, und ich war das
Sehr aktiv geworden sind Sie bei Stuttgart 21. Ich nehme aber mal an, dass vielleicht auch schon vorher Sie erste Zweifel beschlichen haben. Was waren dann so die ersten Momente, wo Sie gesagt haben, naja, so war das eigentlich nicht gedacht? Ja, das war schon bei Stuttgart 21. Die Bahn hat ja dann, der zweite Vorsitzende nach Dürr war Ludewig, und die haben das Projekt geprüft und haben gesagt, das rechnet sich nicht. Und es wurde ja für 2 Jahre eingestellt. Es waren also nicht die Bahnmanager, die uns das aufgebrummt haben, sondern es war die Politik, die wollte das haben. Die Politik hat gefordert, dass Stuttgart 21 muss kommen, die Bundesregierung. Und, das muss ich einfach sagen, schon damals gab es eine große Koalition zwischen CDU, CSU und SPD in der Verkehrspolitik, die der Bahn damals gesagt haben, das muss hier so gebaut werden. Und da sind meine Zweifel doch sehr gewachsen. Jetzt sagen Sie, die Politik waren diejenigen, die das so gefordert haben. Und da könnte man ja sagen, ja, was hat die Politik da überhaupt zu suchen? Jetzt ist schon angeklungen bei Herrn Dietrich, dass Sie sagen, bei uns ist die Verknüpfung eigentlich noch viel, viel stärker. Also da ist die Politik einfach noch viel involvierter bei der Schweizer Bahn. Können Sie da Unterschiede feststellen? Warum funktioniert das da so gut und warum wird das hier auch verteufelt? Also wenn Sie das letzte große Bahnprojekt anschauen, eben das sogenannte FABI, dann haben wir dort Ausbauprojekte im Rahmen etwa von 6,4 Milliarden Euro in der ersten Etappe. Und in der ersten Etappe, da gab es, ich sage immer, Infrastrukturpolitik ist immer Regionalpolitik. Und bei uns bestimmt das nationale Parlament auf Hellung, welche Projekte bestimmt werden. Und da können Sie keine regionalpolitischen Aspekte rausnehmen. Also der St. Galler sah wie ein Projekt in der Ostschweiz, der Zürcher Villa ist eines in Zürich. Die große Kunst ist nun sein, diese Dinge zu verknüpfen, das so zu redimensionieren, dass es finanzierbar ist und dass man nicht zu viele Steuergelder rausgibt. Aber ohne diesen Link zur Regionalpolitik können Sie auch keine Infrastrukturpolitik machen. Dann machen Sie auch die Infrastrukturpolitik der Bevölkerung vorbei. Also es braucht diesen Link. Da vielleicht auf den wesentlichen Unterschied hinweisen, Politik Schweiz und Deutschland. In der Schweiz sind letztlich die Ausbau der Bahn durch Volksabstimmung, das heißt durch das Volk, letztendlich durch die Kantone sehr dezentral bestimmt, während in Deutschland bundesweit Volksabstimmungen nicht möglich sind und hier einzelne Politiker ihren Geltungsdrang durchsetzen in diesen gigantischen Großprojekten. Und gesteigert auch, was noch ein ganz großer Unterschied zur Schweiz ist, Herr Medaun hat ja gesagt, er fühlt sich wie Napoleon. Wir haben Milliarden verwendet, um mehrere hundert Unternehmen der ganzen Welt, also von Kuala Lumpur bis Alaska und in Honolulu und in Hawaii, hat die Deutsche Bahn Logistikunternehmen gekauft, Bahnunternehmen gekauft, Arriva in England hat 3 Milliarden Euro gekostet. Arriva fährt die Londoner Doppelsteckerbusse, also alles Deutsche Bahn natürlich. Ganz stolz ist man da. Und diese Aufkäufe bringen sage und schreibe de facto eine Nullrendite. Während, ja, das ist eben unternehmerisch genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hat. Dass man also das Geld in solche Mengen ins Ausland schafft und hier die Infrastruktur verkommen lässt, wäre die Infrastruktur der einzige wirkliche Gewinnbringer für die Deutsche Bahn, ist das Netz und die Stationen. Die Stationen machen rund 20% Umsatzrendite vor Steuern und Zinsen, während die Auslandsbeteiligung noch nicht mal 2% schaffen. Also es ist geradezu eine absurde Investitionspolitik, völlig konträr zur Schweiz, wo man mit dem Geld, was man hat, das Netz so ertüchtigt, dass bei Ihnen etwa 60% mehr Zugkilometer pro Kilometer Strecke befahren werden können. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, bedingt auch durch das Demokratieverständnis in der Schweiz, dezentral Volksentscheide, in Deutschland entscheiden da Vorstände und einige Ministerpräsidenten. Ja, da muss ich Ihnen bei einem Punkt widersprechen, die Entscheide über das nationale Netz werden bei uns nur national gefällt. Aber den Regionalverkehr, den bestellen die Kantone und das ist der große Vorteil.
und das ist ähnlich wie bei Ihnen, der große Unterschied ist die Frage, und das ist jetzt eine technische Frage, darf man mit bestelltem, subventionierten Regionalverkehr Gewinn machen oder nicht? In Deutschland dürfen Sie das und die DB macht da massiv Gewinn. In der Schweiz dürfen Sie mit Subventionen keine Gewinne machen. Speziell wenn es um Wettbewerb geht und um Subventionen und so, dann muss ich Sie ansprechen, Herr Leister. Sie kommen von der Deutschen Bahn und sind jetzt bei privaten Unternehmen tätig. Einfach mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wie hat sich Ihre Arbeit verändert und wie sieht man als jemand, der auf die andere Seite gewechselt hat, wie beurteilt man das von außen? Also ich muss sagen, in den 90er Jahren war die Arbeit bei der DB für mich sehr positiv. Das war die Zeit der Regionalisierung oder der beginnenden Regionalisierung. Ich bin ja zur Bahn gekommen, nachdem ich vorher für das Land schon die Planung gemacht habe und 1994 bin ich zur Bahn gegangen mit der Bahn und habe die eigene Planung umgesetzt sozusagen. Wir haben agiert in einer Art und Weise, die stark ausgerichtet war, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Und das war es eigentlich und das war unser Selbstverständnis damals unter Dürr und auch noch unter Ludewig. Also wenn Sie über Dürr schimpfen, dann hätten Sie mal WLAN erleben sollen, nicht? Also, ich bin dann zu Beginn der WLAN-Ära habe ich die DB verlassen. Zum Wettbewerb vielleicht. Also der Wettbewerbsgedanke auf dem Schienennetz kommt ja aus dem Güterverkehr eigentlich. In Europa sind die Verkehrsströme inzwischen von Spanien nach Estland und von Norditalien nach Schweden und von den Nordseehäfen überall hin in Europa. Das lässt sich nicht mit nationalen Bahnen sinnvoll organisieren als integrierte Bahnen. Da muss man das Netz offen haben und es muss möglich sein, das Netz zu nutzen, wie das übrigens auch in Nordamerika der Fall ist, wo die Güterbahnen einen viel größeren Marktanteil haben wie in Deutschland. Da kommt der Wettbewerbsgedanke her. Im Personenverkehr ist es ja ein bisschen anders. Da erwartet der Kunde nicht fünf verschiedene Unternehmen, die hintereinander fahren. Ich spreche jetzt fast gegen den HKX, aber da können wir uns noch gesondert unterhalten. Sondern er erwartet eigentlich ein integriertes System. Deutschlandtakt, das ist ja auch eines meiner Anliegen. Seit Jahren bin ich da mit engagiert. Und bei all den Diskussionen, wo dann Schweizer Vertreter waren, ist immer das Gleiche passiert. Der Schweizer Vertreter hat gesagt, ach, wir haben erst noch Probleme. Die haben sie natürlich, jeder hat Probleme, sie haben vor allem ein Kapazitätsproblem, weil so viele Schweizer inzwischen Bahn fahren, dass es eng wird. Das ist das Problem. Sie kriegen doppelt so viele Züge unter dem Netz, bräuchten aber jetzt fast dreimal so viele Züge wie in Deutschland und da wird es natürlich dann wirklich schwierig. Nicht? Die doppelt so viele Züge kriegen sie unter, weil sie das Netz ausgebaut haben für den Fahrplan. Wir haben seit 20 Jahren Quatsch gebaut und wundern uns, dass es nicht funktioniert. Wir bauen Hochgeschwindigkeitsstrecken kurz vor den Kölner Hauptbahnhof, erweitern den Kölner Hauptbahnhof, die Brücke aber nicht. Ja, dann passiert was passieren muss, es wird zu eng, nicht? Und es können genauso viele Züge fahren wie vorher. Ich habe jetzt Köln genommen und nicht Stuttgart, aber Sie können das nicht 1:1 Fahrplan. Das ist vielleicht die Stadt mit den meisten Fahrplanexperten hier in Stuttgart, nicht? Und da, wo ich Deutschlandtakt gar nicht erklären muss, weil es eigentlich jeder aus der Diskussion verstanden hat. Das ist ein ganz hartes Brot, aber wir halten daran fest und ich glaube, dass wir auch mehr und mehr jetzt Unterstützung bekommen, weil es einfach logisch und sinnvoll ist, bei der Eisenbahn nicht darauf loszubauen, sondern am Fahrplan orientiert zu bauen. Wettbewerb, wie gesagt, ist eine gute Sache. In der Regionalisierung ist sicherlich die Zuständigkeit der Länder und der Wettbewerb, beides waren die Gründe, warum es dort so toll funktioniert. Im Fernverkehr funktioniert der Wettbewerb noch nicht, es gibt noch keinen Rahmen dafür, es gibt noch keine Logik, wie der Wettbewerb da funktionieren könnte. Es gibt ja noch nicht mal einen gemeinsamen Tarif oder so etwas. Im Nahverkehr haben wir ja einheitliche Tarife, wir haben nicht neue Bahn kommt, die einen neuen Tarif, sondern natürlich ist das alles ein System und sowas funktioniert im Fernverkehr. Natürlich auch. Auf internationaler Basis beginnt es ja ein bisschen zu funktionieren. Also ich rede jetzt was Positives von der DB. Als die italienische Staatsbahn gesagt hat, ach, noch ins Ausland fahren, das lohnt sich für uns nicht mehr, wir fahren nicht mehr nach
Deutschland. Es gibt keinen Zug mehr aus Italien nach Deutschland. Da hat die IB und die ÖBB gesagt, dann fahren wir selbst auf eigene Rechnung in Italien. Das funktioniert leidlich. Und wenn es dann wenigstens ein Zug fährt, warum nicht ein Zug auf anderen Gleis? Also den Wettbewerb sollte man durchaus nicht verteufeln. Der kann natürlich sinnvoll sein auf einem neutralen Netz. Netz ist Infrastruktur, die Infrastruktur muss neutral sein und muss staatsnah sein und muss von einem, der das Anliegen hat, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, geplant werden und vorangebracht werden. Der Name Medon fiel jetzt bereits zweimal. Einmal, er fühlt sich wie Napoleon und Sie hätten Medon erleben müssen, immer noch viel schlimmer. Sie haben ja seit 66 mehrere Chefs der Deutschen Bahn mitbekommen und sind, wie gesagt, auch sprechen speziell eben für die Angestellten der Deutschen Bahn. Erzählen Sie mal, wie hat sich das verändert und speziell eben nochmal im Angesicht unserer Konferenz in den letzten 20 Jahren? Ja, gerne, aber ich möchte erst noch mal ein bisschen was zu dem sagen, was hier vorher gesprochen worden ist. Also Amerika als Beispiel für guten Schienenverkehr heranzuziehen, halte ich so ein bisschen weiter hergeholt. Ich denke, wir sollten mal auf das grundsätzliche Fragestellung zurückkommen. Also mit der Bahnreform war auch die grundsätzliche Fragestellung, gehört Schienengüterverkehr in öffentliche Hand? Ist das öffentliche Daseinsvorsorge? Wie ist die zu organisieren? Privatwirtschaftlich oder eben durch den Staat selbst, wie Gesundheitswesen, wie andere Dinge auch. Und ich denke, mit dem Schritt, der damals eingeleitet worden ist, ist ja die Bahn auch nicht isoliert in eine Sache hineingerutscht. Wir sehen, wie sich nicht positiv entwickelt. Wir haben vergleichbare Situationen bei der Post, wir haben die vergleichbare Situation im Gesundheitswesen, bei der Energieversorgung in unserem Land, überall dort, wo privatisiert worden ist, ist es nicht unbedingt besser geworden. Die Bahn oder die Frage, wie modern sich eine Organisationsform darstellt, wie sie sich zeitgemäß verhält, hängt nicht davon ab, welche Wirtschaftsorganisation, ob es eine AG ist, eine GmbH oder es ist ein öffentlicher Betrieb. Gerade bei der Bahn, die ja ein öffentlicher Betrieb war, jetzt 100% als Bahn AG dem Bund gehört, geht es natürlich darum, was der Auftraggeber, die Politik, will und vorgibt. Und wir sehen, dass es genau da auch den Unterschied zur Schweiz gibt. Und das ist der Unterschied, dass das als öffentliche Daseinsvorsorge betrachtet wird. Man kann sicherlich Privatfirmen mit einbinden, aber das aus der Hand zu geben, dem freien Spiel der Kräfte zu überlassen, das geht in die Hose. Und wir haben ab 1994 erlebt, dass bei der Bahn, und gerade ich habe das auch an eigenem Leibe erlebt, dass Jugendforsch ausgerufen wurde bei uns. Und Leute, die wirklich von null Ahnung geprägt waren, also das Rad der Schiene und alles neu erfunden haben. Und das Entscheidende dabei war, bei der Bahn, dass man damit viel Geld verdienen konnte. Es wurden Beamte, ehemalige Beamte wurden beurlaubt, als leitende Angestellte eingestellt und kriegten Jahresabschlussprämien, wenn sie die schwarze Null geschrieben hatten. Und das Einfachste war, indem man den Druck auf die Arbeitswelt umgelegt hat. Ja. Arbeitsplätze, Rationalisierung. Damit wurde jahrelang bis heute wurde in den Chefetagen Geld verdient. Es wurde damit Geld verdient, dass Gleise, Weichen, die natürlich alle preislich zu bewerten sind, einfach rausgenommen wurden. Das Ergebnis war die Durchlässigkeit des Netzes, wurde verschlechtert etc. So, also ich plädiere als langjähriger Mitarbeiter in dieser schienengebundenen Firma, einfach, dass man diese Zergliederung, diese Fragmentierung, die muss ein Ende haben. Das bringt uns kein bisschen weiter. Danke.
so, dass Sie dann 27 Jahre auch bei der Deutschen Bahn, würden Sie das unterstützen? Ja, im Grundsatz entspricht das auch meine Erfahrung in Bezug auf die Führungskräfte. Aber was ich noch gerne ergänzen möchte, ist Folgendes. Die Entgleisung besteht eigentlich darin, dass gerade in den unternehmerischen Bereichen, sprich im Güterverkehr und im Fernverkehr, nahezu kein Gewinn geschaffen wird. Und dass die Bundesregierung der Deutschen Bahn erlaubt, aus dem Netz und den Stationen und aus dem Nahverkehr exorbitante Gewinne herauszuziehen. Die Folge ist, dass die Trassenpreise drastisch überhöht sind. Also man nutzt sozusagen das Monopol, den Besitz, das ist ja eigentlich unser aller Besitz, das Netz, dazu, dass 7-8 Euro pro Zugkilometer Trassengebühr erhoben werden, 5 Euro sind die Kosten und 2 Euro ist der Gewinn. Und die Gewinne sind über Jahre, haben die sich zu Milliarden addiert, sodass der Verkehr de facto durch diese überhöhten Preise behindert wird. Denn die Privatfirmen, die Güterverkehr fahren wollen, zahlen diese hohen Preise und können gegenüber dem Güterverkehr auf der Schiene nur schwer konkurrieren. Und interessant ist ja auch, dass im Fernverkehr gab es zu Bundesbahnzeiten zum Beispiel die Lufthansa Airport Express, der von der Lufthansa gefahren wurde, und die Touristikunion fuhr eigene Touristikzüge. Alles ist mit der Bahnreform weg. Warum? Mit diesen Trassenpreisen, die die Bahn erhebt, mit den Stationspreisen, kann keiner einen gewinnbringenden Fernverkehr schaffen. Und das ist die Schuld der Bundesregierung, dass sie über Jahrzehnte diesen Missstand, diese illegale Gewinnerzeugung unterstützt, fördert, so steht ja laufend zu, und damit tatsächlich den Schienenverkehr dezimiert. Güterverkehr ist ja angesprochen worden. Systematisch, planmäßig wurde der Güterverkehr von der Fläche zurückgenommen. LoRa 10 als Stichwort, die Fachleute wissen, was das heißt, sind die Verkehrsstellen im flachen Land für die Aufnahme von Gütern, sind systematisch zurückgebaut worden. Damit hat sich die Bahn einen großen Teil aus dem Güterverkehr zurückgezogen. Ein Fehler. Naja, der Trassenpreis ist der Schlüssel, wie Herr Burak schon richtig ausgeführt hat. Der Trassenpreis ist ja im Konzern ein reiner Verrechnungspreis eigentlich. Es ist ja völlig egal, ob der Gewinn da oder da allokiert wird für das Gesamtergebnis, aber es hat eine dramatische Nebenwirkung natürlich. Denn die Leute, die kalkulieren, die Spediteuren oder Fahrpreise kalkulieren, die glauben ja diesen Preis, die müssen ihn ja glauben, der ist ja für sie, für ihr Ergebnis bares Geld sozusagen, auch wenn es in Wirklichkeit nur eine Verrechnung darstellt im Konzern. Das bedeutet, der Verkehr wird nach unten geregelt auf der Schiene, der Verkehr auf der Schiene wird nach unten geregelt mit der Höhe des Trassenpreises. Je höher der Trassenpreis, desto weniger Verkehr auf der Schiene. Das ist nun mal so. Die andere Nebenwirkung, die ist für die Wettbewerber, wie Sie ja schon richtig beschrieben haben, denn für die ist das echtes Geld, nicht nur Verrechnungsgeld. Und auch für die gilt natürlich, ich kann Spediteuren ein gutes Angebot machen, Verkehr auf die Schiene zu holen, wenn ich schon mal die Hälfte von dem, was das Ganze kostet, an die Netz abliefern muss. Das wird nicht gut gehen. Genau, Herr Komradik, aber schon ganz unruhig, merke ich die ganze Zeit. Die Politik wurde mehrmals angesprochen. Wo sehen Sie da den Handlungsbedarf? Das Ganze ist am Ende eine Frage der Verkehrspolitik und da ist es in der Schweiz eben anders als bei uns. Rechtlich ist es genauso wie bei uns. Die Schweizer Bundesbahn ist eine nach unternehmerischen Gesichtspunkten zu führende Aktiengesellschaft, eine öffentliche Aktiengesellschaft, und der Bundesrat, das ist die Schweizer Regierung, legt jeweils für 4 Jahre die strategischen Ziele fest. Bei uns ist die Bahn ebenfalls eine Aktiengesellschaft. Und der Bund gewährleistet, dass das Wohl der Allgemeinheit beim Streckenangebot und beim Fahrangebot berücksichtigt wird. So steht es im Grundgesetz. Das heißt, da ist kein Unterschied zur Schweiz. Der Unterschied ist, dass Sie in der Schweiz eine Bundesregierung, den Bundesrat haben, der sich verantwortlich für die Bahn führt und als Eigentümer des Unternehmens vorgibt, was er will. Während wir hier eine Bundesregierung haben, die seit 20, nicht eine, mehrere hintereinander in den 20 Jahren, die Bahn einfach haben wurschteln lassen und die vor allem Leute,
in den Bahnvorstand berufen haben, die aus ganz anderen Industrien kamen, die von der Bahn keine Ahnung hatten. Also Verbindung. Der hat ja damals die Ehe Daimler-Chrysler mit vorbereitet und am Schluss wieder abgewickelt, die zu den größten Verlusten von Daimler geführt haben. Solche Leute hat die Bundesregierung zu Vorständen gemacht. Sie hat in die Aufsichtsräte abhängige Unternehmer geführt, die von der Bahn abhängig waren oder die als Kunden der Bahn besondere Interessen hatten. Das heißt, da saßen lauter bahnfremde Leute und am Schluss hat das Parlament, und hat die Regierung eigentlich sich gar nicht mehr eingemischt, im Parlament kamen Anfragen. Die wurden aber abgewehrt damit, das sei eine Aktiengesellschaft, da dürfe man nicht fragen. Das ist ein absolutes Rätsel. Wieso hat die Bundesregierung zugelassen, dass die Deutsche Bahn AG Busse in Malta, Eisenbahnlinien in Polen, in Großbritannien übernommen hat, dass sie Transporte regelt, die sie gar nicht nach dem Grundgesetz regeln muss. Sie muss nach dem Grundgesetz Daseinsvorsorge in Deutschland machen und das hat die Bundesregierung nicht durchgesetzt. Weder. Personalentscheidung, das ist die falsche Führungsleute, die sie berufen hat, noch durch ihre eigene Politik, die nicht Vorgaben gemacht hat, was soll die Deutsche Bahn AG eigentlich leisten. Das habe ich mir so damals 1994 nicht vorstellen können, dass eine Bundesregierung, mehrere Bundesregierungen, auch die sozialliberale Bundesregierung hat da versagt, dass die Bundesregierung in diesem Punkt so versagt. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, ich habe mich auch vorher ein bisschen informiert, in 137 Ländern meiner Recherche nach ist die Deutsche Bahn inzwischen vertreten, von China bis Malta, 137 Länder. Ist die Bahn tätig? Und verdient, wie Herr Montag sagt, dort nicht. Dort nicht. Wenn ich ein Unternehmer wäre und meine Bahn oder mein Unternehmen würde an solchen Sachen nichts verdienen, dann würde ich sagen, hallo, ich wechsle den Vorstand aus, ich will hier eine neue Führung, ich will eine andere Vertrag, den Koalitionsvertrag gelesen der jetzigen Bundesregierung. Da kommt ja zum Thema Bahn überhaupt nichts Neues. Kein neuer Schritt, kein drauf drängen, das muss jetzt anders werden. Auch die SPD hat das alles hingenommen, was da unter Frau Merkel und früheren CDU-Kanzlern schief ging. Das heißt, wir haben eine große Koalition für eine schlechte Bahnpolitik. Eine Kleinigkeit will ich aber schon hervorheben. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass der Schieneninfrastrukturausbau am Deutschlandtakt ausgerichtet wird. Und das ist eigentlich eine Revolution, wenn es denn kommt. Aber das ist eigentlich der Schweizer Weg, dass wir sagen, wir bauen die Schienen so aus an einem Zielfahrplan, damit wir eben mehr Züge auf die Schiene kriegen, damit wir mit dem Geld, was wir investieren, letztlich mehr rauskriegen. Wenn es kommt, wäre es toll, es ist im Moment nur eine Aussage, die jetzt so dasteht. Das Entscheidende wird sein, ob der nächste Bundesverkehrswegeplan tatsächlich so aussieht, dass man kapazitäts- und fahrplanorientiert baut und nicht Prestige umgeht. Aber Frau Herrscher, wenn Sie es wirklich wollten, dann müssten Sie als erste Stuttgart 21 stoppen. Ja. Damit man dieses Quasi-Monopol erhält, also die SBB hat dort ein Monopol, bei jedem Kantonshauptort gibt es einen bestimmten Takt und eine genaue Vorgabe, mit welcher Qualität welche Züge dort halten müssen. Und das ist der Preis für das Monopol. Das Monopol kann nie gratis sein. Und sonst macht man Wettbewerb. Eine kleine Ergänzung zu den Trassen- und Stationspreisen. Die Infrastruktur Stuttgart 21 Neubaustrecke wird in der Größenordnung doppelte Trassen- und Stationspreise erfordern als heute. Und die Folge ist, dass die Landesnahverkehrsgesellschaft hier nur noch mit dem gleichen Geld halb so viel
Züge bestellen kann, was sie vom Bund kriegt. Die kriegt ja nicht mehr Geld. Und sehen Sie, und deswegen, das haben Sie ja gar nicht gemerkt, der Stuttgart 21 reicht völlig aus, um halb so viele Züge zu fahren, bei doppeltem Trassenpreis. Ja. Ich darf Ihnen sagen, das ist ganz real. In Bayern ist eine Neubaustrecke von Ingolstadt nach Nürnberg gebaut worden. Da kann man jetzt mit 200 Stundenkilometer Nahverkehr, gibt es da mit 200 Stundenkilometer. Dort kostet der Zugkilometer 14 Euro, genau doppelt so viel wie im Durchschnitt Bayerns. Und es fahren nur noch halb so viele Züge. Da fährt alle zwei Stunden ein Regionalexpress. Und so wird das nach Ulm auch gehen. Alle zwei Stunden. Ja, nach Ulm und nach Friedrichshafen. Und das alles als Fortschritt. Und dafür reicht der Tiefbahnhof aus. Ja. Herr Leister, speziell Stuttgart 21, dass das hier natürlich immer wieder auch aufkommt, ist selbstverständlich sozusagen. Wie guckt man da sozusagen als privates Unternehmen drauf? Also schüttelt man da den Kopf? Wie geht man damit um als Unternehmen auch einfach? Also für die privaten Güterverkehrsunternehmen, spreche ich mal für die, obwohl ich jetzt da nicht direkt involviert bin, ist es natürlich ein Ärgernis, dass man von Norddeutschland nach in den Südosten Richtung Bayern also nur auf Steilstrecken kommt und nur auf unpraktischen Strecken. Nicht? Man muss überall die Züge nachschieben, teuer. Die Bahn schiebt keine anderen Züge nach, nur geeignet. Das heißt, die Privaten müssen eine eigene Lok dorthin schicken, die Züge nachschiebt. Jetzt wäre die Gelegenheit gewesen, mit dem Neubauprojekt Stuttgart-Ulm eine Entlastung hier zu bringen. Also viel wichtiger wäre eine Güterzugstrecke, eine Flachstrecke nach Ulm. Stattdessen hat man eine zweite Steilstrecke jetzt. Und damit gerechtfertigt wird, dass man behauptet, in Zukunft gäbe es leichte Güterzüge, die gerade überwaschen werden. Wobei es ganz interessant ist, über Schwäbisch Hall, also könnte man nach Donauwörth auf einer völlig ebenen Strecke 3000 Tonnen Güterzüge fahren. Diese Strecke ist auch elektrifiziert, die ist auch wirklich benutzbar. Die wird von der Deutschen Bahn abends um 10 Uhr geschlossen, damit ja dort kein in der Nacht Verkehr mit Güterzug fahren kann. Die Strecke ist auch für lange Güterzüge nicht geeignet, weil Kreuzungsgleise, diese stückweise eingleisig, zu kurz sind. Also hier könnte man mit minimalem Aufwand, ich sage 50 Millionen, hätten wir hier eine hervorragende Güterzugstrecke, die völlig in der Ebene liegt. Und nicht durch die bevölkerungsreiche Vilstal fährt. Ich muss mal sehen, da wohnen ja 100.000 Leute, die unter diesem Schienenverkehrslärm da leiden, in Köppingen, Geislingen und so weiter. Also das ist leider, also hier vermisse ich wirklich die politischen Vorgaben. Das wäre Aufgabe der Bundesregierung zu sagen, hier muss ein Güterverkehrskorridor geschaffen werden. Das Ähnliche ist zwischen Hof und Regensburg fehlen 200 Kilometer Fahrleitung. Also die Güterstrom von der Ostsee zu den Alpen, der dann auf dieser Strecke fährt, muss in Hof die E-Lok abspannen, diese Lok vorspannen. Das kann die Deutsche Bahn recht gut, weil sie in Hof und Regensburg da Bahnbetriebswerke hat. Der private Güterverkehrsunternehmer muss von Rostock bis Verona mit der Diesellok fahren, weil er nicht umspannen kann. Das kann er logistisch nicht schaffen. Also etwas, wo es also mit 100 oder 200 Millionen Euro ein hoher Nutzen entstehen könnte, wird versäumt, weil die hunderte Millionen ins Ausland fließt und weil die Milliarden in relativ unsinnige, das heißt wenig wirksame Neubauvorhaben fließen. Herr Leister, ich bin ganz überrascht, dass Sie so nicht so gut gelaunt und ich denke mir so, naja, eigentlich müsste Ihnen doch wirklich so irgendein Halsschlagader platzen oder so, wenn Sie das hören. Ist es für private Unternehmen so, dass man dann einfach sagt, naja gut, dann Stuttgart, da den Verkehrskundenpunkt, den nutzen wir dann einfach schlicht nicht, so nach dem Motto, na gut, suchen wir uns was anderes, eben zum Beispiel in Hamburg-Köln oder so, ist es, dass dadurch auch solche Verkehrskundenpunkte wie Stuttgart einfach sozusagen aus der unternehmerischen Sicht verschwinden oder ärgert man sich schon und sagt, na eigentlich muss ich gerne? Also bisher war ich ja im Regionalverkehr tätig, also im SPNV Wettbewerb
Und für uns war Baden-Württemberg ja, ein nicht existierendes Land, weil es da Wettbewerber gibt. Wenn man nicht erwünscht ist als Wettbewerber, brauche ich mich ja nicht darum kümmern. Also es war dann mal eine Ausschreibung Stuttgarter S-Bahn, da bin ich zwei oder dreimal nach Stuttgart gefahren. Aber das war dann auch nicht sinnvoll, da teilzunehmen. Und das soll sich in Zukunft ja möglicherweise ändern. Die Folge ist natürlich, dass die ältesten Wagen im Stuttgarter Hauptbahnhof zu finden sind. Das ist ja auch logisch. Die höchsten Preise, die da bezahlt werden vom Land, wahrscheinlich auch. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Also man kann das nur noch mit Sarkasmus übergehen. Wenn ich jetzt in Stuttgart wohnen würde und da mein Unternehmen hätte, dann würde ich ganz anders auftreten. Aber so haben wir gesagt, ja, es gibt halt woanders schöne Bräute, dann gehen wir da hin, nicht? Schade ist es doch nicht. Die Landesregierung unter Erwin Teufel hat damals den Schienenpersonennahverkehr nicht öffentlich ausgeschrieben. Das heißt, der einzige Bieter war die Deutsche Bahn AG. Das war für die Deutsche Bahn AG günstig. Wenn ich der einzige Bieter bin, kriege ich auch hohe Preise. Das heißt, wir haben hier die höchsten Preise im Regionalverkehr, weit höher als beispielsweise der Freistaat Bayern. Was steckte dahinter? Die Landesregierung unter Teufel wollte, dass die Deutsche Bahn AG Stuttgart 21 garantiert. Das heißt, die sagt, wir machen das. Und die haben gesagt, wenn wir diesen sehr attraktiven Regionalverkehr hier bekommen, na dann gut, dann sagen wir halt so, wir bauen diese Stuttgart 21, selbst wenn es unternehmerisch Blödsinn ist. So ist das gelaufen. Und die neue Landesregierung versucht jetzt, den Schienenpersonennahverkehr öffentlich auszuschreiben, was schwierig ist, einmal wegen der Strecke, weil man zum Teil mit Diesel fahren muss, zum anderen wegen dem Bahnhof, da können Private nicht rein, zum dritten wegen dem Fahrmaterial. Welches private Unternehmen kann denn hier in den Wettbewerb um den Nahverkehr mit einsteigen? Jetzt hat die Landesregierung überlegt, ob sie denen das Fahrmaterial gegen Zinsen zur Verfügung stellt. Das heißt, dass ein privater Bieter nicht selber Züge kaufen muss, sondern Züge leihen kann, die das Land ihnen dann leiht zu Zinsen. Das ist der Versuch, wenigstens wieder zu einem öffentlichen Wettbewerb zu kommen. Aber dieser Wettbewerb, der da unterblieben ist damals, den die Landesregierung unterbunden hat zu unseren Lasten, der wurde bezahlt mit Stuttgart 21. Herr Springmann, ich weiß, Sie sind Privatisierungsgegner. Man könnte natürlich jetzt sagen, naja gut, also so wie ich das anhöre, dann zu wenig Konkurrenz und so weiter, könnte man natürlich sagen, naja gut, klar, wenn man einfach subventioniert wird und so weiter, dann wo ist der Anreiz? Privatisierung ist aber in Ihren Augen ja absolut nicht die Lösung. Wo liegt dann Ihr Lösungsansatz, damit sowas zum Beispiel kein Thema ist? Ja, Schweiz macht doch ein Beispiel. Es geht um die Vorgaben, die politisch gegeben werden. Und wir haben jetzt eben einige Beispiele gehört aus dem Güterverkehr. Das Ding wird sich mit mehr Konkurrenz und ob nun ein privater EVU das geschickter macht mit dem Lokumlauf und durchfahren kann, nicht ändern. Das Problem ist einfach, dass mit dieser Bahnreform, mit diesem freien Spiel der Kräfte, man darf die Straße, die Automobilindustrie auch nicht vergessen, die im Hintergrund ganz schön gedreht und gebohrt hat, ist der Güterverkehr auf der Schiene, ja, geht praktisch kaputt. Ich komme ja aus Hamburg, 1977 wurde einer der größten oder der größte Rangiergüterbahnhof in Europa, Maschen, gebaut, in Betrieb genommen. Dieser große Rangiergüterbahnhof ist in den letzten Jahren so umgebaut worden, dass dort Einzelwagen im Prinzip nicht mehr behandelt werden können. Das heißt, Einzelwagen, nur wenn sie kaputt sind, können ausrangiert werden. Es geht um Ganzzugverkehre im Güterverkehr. Und da ist es eigentlich völlig unwichtig, ob jetzt verkehrspolitisch und in der Auswirkung, wir sehen ja, wie die Straßen voll sind mit Lkw, ob ein privater Anbieter diesen Ganzzug durch die Gegend fährt, vermutlich deshalb günstiger, weil er vielleicht andere Tarife hat für seine Mitarbeiter als die Bahn noch, oder ob es die Bahn macht. Entscheidend ist, dass wirklich eine Vorgabe ist, Güter auf die Bahn, auf die Schiene. Und wenn diese ganzen, ich sagte das von Güterverkehrsstellen in der Flächen, sind alle kaputt. Die großen Güterbahnhöfe sind so umgebaut, dass sie keine Einzelwagen mehr behandeln können. Dann ist das auf Jahre, auf Jahrzehnte, kommen wir bei der jetzigen Politik aus diesem Dilemma überhaupt nicht raus.
Das ist das Problem generell. Und nochmal jetzt zu dieser Frage, wird ja auch wieder von Herrn Conradi auch die Frage des Wettbewerbes. Wettbewerb wird auf Kosten oder wird auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgeführt letztendlich. Das ist der Kostenunterschied letztendlich. Und ich weiß, wovon ich rede, in Hamburg ist ja nicht nur der Rangierguter Bahnhof, sondern das ist der größte bundesdeutsche Hafen. Da sind, ich sag mal, wie die Trucker im LKW-Bereich pendeln da Lokomotiven rum von irgendwelchen Anbietern, wo man überhaupt gar nicht weiß, wo die herkommen. Und das ist auch eine Frage letztendlich der Sicherheit nachher im Schienenverkehr. Wir haben Unfälle gehabt in den letzten Jahren, wo 6, 7 Firmen beteiligt waren an den Fahrzeugen, die dort eine Grätsche gemacht haben. Da ist nachher gar nicht mehr nachzuvollziehen, wem gehört was, wer hat welche Verantwortung. Das ist das Ergebnis dieser Bahnreform und das ist nicht gut. Aber da muss man doch anmerken, dass die Bahngewerkschaft damals 1994 stramm für dieses Gesetz war, weil ihr das, die Bahn war dann kein Staatsbetrieb mehr, eigentlich im Sinne, sondern die konnte bestreikt werden. Die Bahnmitarbeiter wurden Gewerkschaftsmitglieder, das heißt, die Gewerkschaft hat sich Mitgliederzuwachs erwartet und sie hatte dann auch später als Transnet eine starke Stellung, bekam große von der Bahn Zugeständnisse von der Bahn, damit sie allem zustimmt. Es war ja keine sehr kritische Gewerkschaft, muss man sagen, sondern eher eine Unternehmergewerkschaft. Leider. Eher eine Unternehmergewerkschaft und wer da ausschied, wurde dann noch befördert und bekam bei der Bahn eine lukrative Stelle. Das heißt also, die Gewerkschaftsgeschichte ist im Zusammenhang mit der Bahnreform nicht gerade rum. Muss ich Ihnen recht geben, das ist ganz ehrlich so. Ja, Herr Dietrich. Ja, ich möchte also schon noch eine kleine Kerbe für den Wettbewerb haben. Also so einfach, finde ich, ist es nicht und Sie haben es ja selber vorhin beschrieben, war die Situation vorhin dann viel besser. Und diese Frage müssen Sie sich auch stellen. Jetzt, ich bin absoluter Meinung, freier Wettbewerb in Infrastrukturen und einem Bahnsektor, der gemeinwirtschaftliche Leistungen hat. Bei uns nennt man das Service Public en français, aber da kann es keinen absoluten Wettbewerb geben. Aber Wettbewerb im Minimum braucht es, weil ohne das wird es nicht besser. Also ich würde auch gerade sagen, was Sie beschrieben haben, auch Herr Medan hat vor 10 Jahren gesagt, Rad und Schiene gehören zusammen. Der die Gleise betreibt, der muss die Lok betreiben und alle Wagen hinten dran. Das ist Quatsch, meine Damen und Herren. Das war auch noch nie so. Zu den besten Staatsbahnzeiten hatte ein Güterzug, der quer durch Deutschland fuhr, Güterwagen von 10 verschiedenen Eigentümern, nämlich allen möglichen Staatsbahnen, Wagenverleihern und sonst wem. Die Lok, zugegeben, war immer die von denen, wo sie gefahren ist. An der Grenze gab es aber auch Durchläufe. Also Rad und Schiene in gleicher Hand, das gab es noch nie, das ist auch nicht sinnvoll, weil dann können wir uns vom europäischen Verkehr verabschieden. Nein, das ist nicht das Thema. Und Unfälle gab es zu allen Zeiten, übrigens die vielgescholtene englische Bahn war zu jeder Zeit sicherer als der deutsche Eisenbahnverkehr. Da gab es ja auch diese Information von Herrn Medorn, der ganz was anderes erzählt hat. Doch, da unterliegt sie auch ein bisschen der Mengenpropaganda, das stimmt nicht. Die waren zu jeder Zeit besser als wir in Sicherheit. Wir hatten den Einbruch, aber waren immer noch besser. Einbruch. Ist ein anderes Thema, gebe ich zu. Ja, aber völlig falsch. Das muss ich jetzt schon die Lanze brechen. Also, und dass bei uns alle Eisenbahner, bei den privaten Bahnen, geknechtete Leute sind, die mit wenig Geld nach Hause gehen. Also das ist alles Märchen. Das ist alles Medan-Propaganda, die Knechtung habe ich nicht mal besprochen. Darf ich mal ganz konkret nachfragen und müssen mir sagen, ob Sie das wissen. Also Tarif bei der Bahn müsste ich jetzt auch nachfragen, wie viel ein Lokführer dort bekommt. Vielleicht wissen Sie das. Wie viel bekommt er bei Ihnen? Wissen Sie das? Also ich kann Ihnen verraten, dass die privaten Güterbahnen, die quer durch Europa fahren, weit überdurchschnittliche Gehälter bezahlen. Dass regionale Bahnen im Osten Deutschlands, wo die Leute mit dem Fahrrad zum Dienstbeginn fahren und da auch wieder enden, in aller Regel unter dem DB-Niveau sind, aber trotzdem gibt es da genügend Bewerber oder sogar außerordentlich viel Bewerber von Leuten, die aus der Stuttgarter S-Bahn sagen, ich gehe wieder nach Hause, wo ich früher war, nehme 500 oder 300 Euro weniger in Kauf,
dafür bin ich abends zu Hause und die Wohnung kostet auch die Hälfte. Also das ist natürlich regional ein bisschen unterschiedlich. Aber glauben Sie mir, dass die Gewerkschaften heute so dahinterher sind, dass keine der privaten Güterbahnen oder auch Personenbahnen auch nur ansatzweise prekäre Arbeitsverhältnisse hat, sondern das ist schon alles ganz vernünftig. Stimmen Sie zu, Herr Springbrock? Ja, vielleicht zwei Aspekte dazu. Natürlich hat es durch die Privatisierung, und das ist ja auch ein Ziel dieser Privatisierung in dem gesamten Bereich, ich sprach von auch vom Postgesundheitswesen, es ist ja das öffentliche Dienstrecht aufgelöst worden. Es ist in Brandenburg für große Teile der berufstätigen Bevölkerung ist der Beamtenstatus fällt weg, weil man die Diskussion geführt hat, muss ein Lokführerbeamter sein, muss ein Briefträgerbeamter sein. Und mit diesem öffentlichen Dienstrecht, das war ein sehr sicheres für die Mitarbeiter. Es war auch relativ gut bezahlt. Auch sicherlich kann man da immer drüber schnacken und sprechen, ob der Schaffner immer genug verdient hat und der Briefträger. Aber es war im sozialen Bereich war das ein Standard, der höher war als heute, auch eben im Bereich der Bahn AG, wo mittlerweile eben auch Arbeits- und Angestelltenverhältnisse wie in der freien Wirtschaft aussehen. Das ist das eine, was ich dazu sagen wollte. Auch nicht unbedingt immer die Beträge vergleichen, sondern die Bedingungen sind insgesamt schlechter geworden. Nochmal zum Güterverkauf, nochmal zu dieser Frage grenzenüberschreitender Verkehr. Es hat auch zur Zeit der alten Bundesbahn selbstverständlich grenzüberschreitende Verkehre gegeben. Das ist eine Organisationsfrage, wie man das organisiert. Und es hat selbstverständlich zur Zeit der alten Bundesbahn Privatgüterwagen gegeben, die eingestellt waren. Das hatten Sie ja angesprochen. Aber viele, alles in Ordnung, aber den Hut hatte ein Unternehmen auf. Und das war aus meiner Sicht richtig. Und man hätte auch mit diesen Staatsbahnen den grenzüberschreitenden Verkehr weiter ausbauen können und müssen. Und die Forderung von Bahn von unten, für die ich ja hier auch sitze, ist einfach, dass wir im europäischen Bereich die öffentliche Bahn stärken, dass man ein integriertes Verkehrskonzept über Grenzen im Rahmen der EU entwickelt, weiter vorantreibt und nicht marktradikal eine Bahn gegen die andere Bahn ausspielt. Das ist ja furchtbar. Ja, da muss man vielleicht auch noch erinnern an die Zeit 94. Das war ja kurz nach der Einheit und damals hat Platz gewonnen dieses neoliberale Prinzip, grundsätzlich Staat ist schlecht, privat ist besser. Die ganze Propaganda lief ja, privat ist Freiheit und Staat ist öffentliches Zwang. Und in der, und ich gebe zu, das war auch in meiner Partei damals, dem habe ich selber auch noch eine Zeit lang geglaubt, dass dieses Privat besser sei, unternehmerischer sei, beweglicher sei als die Bahn, von der, Sie haben gerade so schön geschildert, die sozialen Verhältnisse bei der alten Bundesbahn, da gab es ja das Sprichwort, die Bundesbahn ist ein großes Sozialunternehmen, was nebenher noch eine kleine Eisenbahn betreibt. Das war so der Vorwurf. Also wir dachten damals, unternehmerisch wird das besser. Das hat sich aber gewaltig geändert. Kein vernünftiger Mensch sagt heute mehr, Privat ist besser als Staat. Nach der Bankenkrise und allem, was da gekommen ist, wissen wir, dass es beides braucht. Auch dass jedenfalls die Konstruktion, die wir damals gewählt haben, zwangsläufig zu dem Ergebnis führen musste, was jetzt heute beklagt wird, das sehe ich noch nicht so. Sie sagen privatisiert und privatisiert wurde ja rechtlich, nicht vermögensmäßig. Die Bahn gehört nicht wie bei den britischen Bahnen, das sind private Eigentümer, private Aktienbesitzer. Bei uns ist die Bahn nach wie vor, so steht es im Grundgesetz, ist die Bahn öffentliches Eigentum. Die haben mal versucht, es zu privatisieren, auch eigentumsmäßig. Hamburger Parteitag der SPD, erinnere ich. Es ist jedenfalls Gott sei Dank schiefgegangen. Nur im Grundgesetz steht drin, dass der Bund garantiert, dass der Bund gewährleistet das Wohl der Öffentlichkeit. Auch bei der Bahn. Und dann steht da drin der Satz, das Weitere regelt ein Bundesgesetz. Artikel 87e Absatz 4. Da steht gut. Dieses Bundesgesetz ist bis heute nicht gekommen. Bis heute, 20 Jahre danach. Es hat mal einen Ansatz, einen Versuch der Länder gegeben, ein Bundesgesetz in Gang zu bringen. Ich frage mich heute manchmal, ob da, wo die Grünen mitregieren, also ob nicht Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, da ein Ansatz kommen müsste, endlich dieses Bundesgesetz in Gang zu bringen, dass nun die
die Gewährleistung des Bundes noch verstärkt, dass es nicht erlaubt, dass eine Bundesregierung der Bahn ermöglicht, hier im ganzen, der ganzen Europa, in der ganzen Welt zu investieren, statt hier von vernünftigem Bahnverkehr zwischen Meckenbeuern und Dürlesbach zu garantieren. Das frage ich mich. Und da wünschte ich mir in der Politik mehr Bewegung. Aus Eigenmotivation vernünftig und das Beste aus sich heraus tun. Da gab es einen nennenswerten Anteil von Mitarbeitern, die das wirklich geschafft haben. Und wir haben das auch forciert und Sie werden auch bestätigen, dass es viele Bereiche gab, auch Erlebnisse, vielleicht Erinnerungen, die Sie daran haben, wo wirklich selbst eigenmotivierte Beamte zugunsten der Kunden vernünftig gearbeitet haben. Was jetzt gekommen ist, ist ein System, bei dem man glaubt, dass nur durch die Bonus, durch finanzielle Anreize der Mensch getrieben wird, es anständig zu arbeiten. Und eines der Übel, die da entstanden sind, sind die Boni für die Führungskräfte. 5.000 Führungskräfte der Bahn erhalten einen Bonus, und zwar dafür, dass sie Mitarbeiter abbauen, dass sie Weichen eliminieren. Das erhöht den Bonus. Das muss ich mir mal vorstellen. Der Abbau, den Verschleiß, das Herunterkommen lassen der Bahnhöfe vergrößert den Bonus der entsprechenden Führungskräfte. Meine Damen und Herren, das ist eine völlige Umkehrung der Unternehmenskultur, die dann noch aus der Vorstandsseite heraus mit extremem Druck auf die Mitarbeiter praktiziert wurde, womit die Mitarbeitermotivation natürlich zerstört wurde und womit die Deutsche Bahn bei den Mitarbeiterbefragungen in dem hinteren Teil aller Unternehmen liegt, während vorher bei der Bundesbahn doch immerhin ein nennenswerter Anteil aktiver, aus Eigenmotivation tätiger Mitarbeiter da war. Ja, Herr Dietrich, wenn ich das Wort Boni höre, denke ich, das ist eigentlich so ein Lieblingsthema der Schweiz. Da ist doch theoretisch vielleicht viel zu holen. Ich muss einfach ganz schon fragen, weil ich nicht weiß, wie ist das bei der Schweizer Bahn? Ist da Boni, wenn da die Vorstände oder vielleicht alle Mitarbeiter sehr gut bezahlt, wie zufrieden ist ein Schweizer Bahnmitarbeiter, falls man das so fragen kann? Also die Frage zu den Boni vielleicht zuerst. Also Boni, glaube ich, haben alle größeren Unternehmen in der Schweiz, auch diejenigen, die im Staatsbesitz sind, sei das die Post, sei das die Swisscom, sei das die SBB, alle haben Boni. Und ja, also ich persönlich bin ein liberaler Mensch, ich habe nicht Mühe mit Boni. Grundsätzlich, Boni ist ein Teil des Lohns. Die Frage ist A, wie hoch ist er und B, welche sind die Ziele? Und das müsste man diskutieren. Ich glaube auch, wenn wir hier auf die andere Seite gehen, Boni ist ja grundsätzlich ja nicht, oder auch in der Schweiz wurden die Boni ja nicht per se negativ gemacht, sondern die Höhe der Boni. Und da kann ich Ihnen sagen, dass auch ein Andreas Mayer, CEO der SBB, nie im Leben einen Bonus erhalten hat, die das nur annähernd so hoch war, zum Beispiel wie Josef Ackermann von der Deutschen Bank. Aber die Diskussion ist auch bei uns so, dass notabene, also der Lohn von Andreas Mayer wird in der Schweizer Presse mit großer Regelmäßigkeit diskutiert. Vielleicht kann ich noch etwas zu dem Gesetz sagen, Herr Konradi, das Sie erwähnt haben. Das ist wirklich ganz tragisch, dass im Grundgesetz vor 20 Jahren dieses Gesetz gefordert ist, dass die Gemeinwohlverpflichtung des Bundes festlegt. Ohne dieses Gesetz ist dieses Gemeinwohl gar nicht einklagbar. Das geht nicht. Es muss ein spezielles Gesetz, wo das Gemeinwohl definiert ist und so weiter. Und dieser Gesetzentwurf ist damals über eine Wahl hinweg, die ist nicht einmal gelesen worden, der war im Bundesrat und ich war als Sachverständiger im Verkehrsausschuss. Ich habe dem Abgeordneten vorgerechnet, dass diese Gemeinwohlverpflichtung 70 Millionen Euro im Jahr voraussichtlich kostet. Die Deutsche Bahn hat gesagt, es wird etwas mehr. Und dann habe ich gesagt, dann lasst uns von 100 Millionen ausgehen. Ein ganz, ganz wirklich unbedeutender Betrag für den Bundeshaushalt. Man hatte vorher befürchtet, es seien Milliarden. Und dann habe ich das, also eine Rechnung da vorgelegt. Also die Würde, das ist ohne weiteres möglich. Und wenn Sie jetzt hören, dass Konstanz und der
der Schwarzwald vom Fernverkehr abgehängt werden und so weiter. Das ist alles eine Folge dieses fehlenden Gesetzes und dass niemand den Mut, die Kraft hat, dieses Gesetz zu schaffen. Das kann natürlich, können wir nicht als Bürger, das muss ein Land sein oder jemand, der nach dem Grundgesetz berechtigt ist, ein Gesetz zu schaffen. Dass das nicht kommt, zeigt das katastrophale Desinteresse in der Politik für ein Sinn-und-Bahn-Programm. Speziell die Lücken eben, wo dann auf einmal der Wettbewerb nämlich doch funktioniert. Das sind dann nämlich auf einmal so Strecken, die nicht mehr bedient werden von der Deutschen Bahn, wo dann private Unternehmen einspringen. Genug oder stellt man sich das zu einfach vor? Oder? Nee, nicht ganz so. Also die Wettbewerber sind da tätig, wo um Zuschüsse im Wettbewerb herrscht, nämlich im Nahverkehr. Das ist öffentlich finanziert und da geht es darum, wer macht das beste Angebot dem Staat. Wer fährt für das wenigste Geld das beste Angebot, sagen wir mal so ganz plump, nicht? Bei den jetzigen Trassenpreisen ist es natürlich ganz schwer, eine Strecke, die die DB aufgibt, zu bedienen. Da liegt es näher, das zu machen, was ja jetzt auch passiert, mit Bus zu fahren, sobald es halt möglich ist und erlaubt ist, von Freiburg nach München, war die erste so wichtige Strecke, wo das geboomt hat und inzwischen haben wir es in ganz Deutschland, dass klar, der Bus zahlt keinen Cent, Maut und jeder ICE und jeder IC und jeder private Fernverkehrszug zahlt etliche Euro pro Kilometer. Nicht? Das kann natürlich nicht gut gehen. Also der Wettbewerb ist nicht per se ein Heilmittel. Die Rahmenbedingungen müssen richtig sein. Es muss ein neutrales Netz sein, ein gemeinwohlorientiertes Netz und eine Gesamtorganisation, die ein System Schiene und ÖPNV herstellt, Tarif, Vertrieb und so weiter. Und dann gibt es Nischen, wo Wettbewerb sinnvoll ist. Im Güterverkehr sind wir vielleicht ein bisschen anderer Meinung. Da glaube ich, da geht es überhaupt in Europa nur noch mit Wettbewerb, denn die Güterströme haben sich in den letzten 30, 40 Jahren total verändert. Früher hatten wir im Inland große Verkehrsströme, die heute, wenn Sie in den Supermarkt gehen, da gibt es noch eine kleine Ecke, regionale Produkte und alles andere kommt aus aller Welt. Das ist nun mal so. Das kann man bedauern, aber das sind die Güterverkehrsströme, die wir haben. Die gehen quer durch die Welt, sogar quer durch Europa. Das geht mehr und mehr auf Container. Wenn man den Güterverkehr auf der Schiene fördern wollte, wäre eines sicherlich eine sehr sinnvolle Maßnahme. Sie alle kennen diese Sattelauflieger, also die LKW ohne Motor sozusagen, das was hinten dran hängt, die gibt es kranbar und nicht kranbar. Kranbar heißt, die kann man auch auf die Schiene setzen, nicht kranbar heißt, die kann man nur mit als LKW fahren. Der kranbare kostet 6.000 Euro mehr. Was glauben Sie, was die Spediteure kaufen, die nicht kranbaren, weil sie 6.000 Euro sparen? Also wenn man die Schiene fördern will, wäre das Erste, dass man die Forderung hat, dass alle LKW-Sattelauflieger kranbar sein müssen, dann können sie wenigstens auf die Schiene kosten. Da hätte ich jetzt noch pro domo für die Schweiz eine Ergänzung. Es gäbe noch eine andere Möglichkeit, den Güterverkehr zu fördern. Wir haben so eine Bahn gebaut, eine Flachbahn, die nennt man Nerd, durch die Alpen. Das hat dann sehr viel Geld gekostet, die geht in ein paar Jahren auf. Da kann man als Spediteur ohne viel Traktion, also ohne zwei Lokomotiven durch die Alpen fahren und die Güterströme, wie Sie richtig gesagt haben, gehen ja durch die Alpen. Da gibt es noch so zwei kleine Strecken in Deutschland, die warten seit Jahren darauf, dass sie ausgebaut werden. Real sind, Güterverkehr, Personenfernnahverkehr. Was man da anders oder besser machen möchte, ja, das für Privatisierung, ich natürlich nicht. Wir müssen viel mehr darüber sprechen, wie sieht die Entwicklung aus. Wir haben ja heute, also es ist richtig, dass sich Verkehre verändert haben, aber auch zum kleinen Supermarkt, auch ins Dorf, in die Kleinstadt, da muss irgendwas hingebracht werden. Und die Straßen schaffen diesen Güterverkehr auch nicht mehr. Das erleben wir überall. Und das Problem ist einfach aus meiner Sicht,
dass wir im Güterverkehr die Bahn AG systematisch diesen Containerumschlag runterfährt. Es werden überhaupt keine Schwerpunkte gesetzt, im Gegensatz zu den beiden alten Ländern, ich möchte da Österreich auch mit einbinden, die sich intensiv bemühen, Güter, auch notfalls den kompletten LKW, auf die Schiene zu nehmen, um die Straßen zu entlassen. Da ist bei uns, wurde mal in den 80er Jahren, wurden große Containerbahnhöfe ausgebaut, das schläft ein. Wir haben im Personenverkehr die Situation, dass wir Nachtzugverbindungen unattraktiver machen. Auch die Entlastung der Straße durch Autoreisezüge. Im Augenblick wird das ganze System Autoreisezugverkehr an die Wand gefahren von der Bahn. All diese Dinge zeigen, dass das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht ist. Politisch gibt es keinerlei Vorgaben, Herr Kamal, ich gebe Ihnen da recht. Die Bundesbahn mit, hatten Sie 147 oder 146? 137. Ich übertreibe immer ein bisschen. Also 137 Länder oder Außenaktivitäten dieser Bahn. Das Tafelsilber, Bahnhöfe, Flächen in den Städten werden verscheuert. Vogelfluglinie, das Netz für Mannesmann Arcor, um eigene Telefonanzubieten, Verbindungen anzubieten. Das ist ein Bundesbahnnetz gewesen, das Fernmeldenetz der Bundesbahn. All diese Dinge sind verscheuert worden, geschenkt worden teilweise, Schenker. Heute werden Bahnhöfe, andere Flächen verkauft. Der ehemalige Bürgermeister von Hamburg, Henning Foscherau, hat mal eine Untersuchung angestellt und nachgefragt, was sind das eigentlich für Flächen, die die Bahn verscherbelt als Tafelsilber. Und er hat festgestellt, dass in Hamburg einige Flächen Schenkungen waren an die Reichsbahn und Vorgänger, zweckgebundene Schenkungen, die im Grunde genommen in dem Moment, wo der Zweck nicht mehr erfüllt ist, nämlich Schienenverkehr zu betreiben, hätten die zurückfließen müssen an Eigentümer. Mit diesen immensen Summen wird also in der ganzen Welt global Flair gespielt, heute Deutschland, morgen die ganze Welt. Das ist nicht die Aufgabe einer, auch wenn sie privatisiert ist, einer Bahn AG. Die Politik, Herr Konradi, Sie sind ja immer sehr fest drin gewesen, der muss man wirklich den Vorwurf machen, dass dort überhaupt nicht verantwortlich Vorgaben werden. Position. Ich habe ja die Verkehrsminister der CDU und der SPD im gleichen Maße als untätig vorher bezeichnet. Wenn wir es ernst meinen mit der Energiewende, die ja von zwei Dritteln der Bevölkerung gewünscht und befürwortet wird, dann spielt da auch die Verkehrspolitik eine Riesenrolle. Da müsste also gerade dieses Gesetz, das neue bestimmen soll, der Bundesregierung Vorgaben machen, was im Interesse einer Energiewende zu leisten ist. Warum gibt es bei uns nicht diesen Druck in die Verkehrspolitik, den öffentlichen Druck? Das hat ja bei den letzten Bundestagswahlen keine Rolle gespielt. Zu meinem Entsetzen spielt in Stuttgart diese S21-Geschichte im Kommunalwahlkampf fast keine Rolle. In der Schweiz ist da ein anderer Faktor. Die Schweiz hat nämlich auch mal betrieben, durch die Schweiz ein Schnellverkehrssystem, das hat uns der Benedikt Weibel, der war mal Chef der Schweizer SBB, der war mal hier und hat gesagt, wir wollten da Zürich, Genf und Basel mit Schnellstrecken miteinander verbinden. Aber sie mussten vor das Volk damit. Sie brauchten dazu die Zustimmung des Volkes. Und die haben sie nicht bekommen. Das ganze System, 10 Jahre Planungsarbeit war kaputt. Und sie mussten neu planen. Und der Benedikt Weibel hat hier erzählt, wie sie versucht haben, eine neue Planung mit dem Takt, mit die besseren Verbindungen, das herzustellen, wie sie dann sagten, der Lötschberg-Tunnel muss auch noch rein, damit die Westschweiz zustimmt und, und. Er war nachher sogar notwendig. Also das heißt, wie die Bahn zusammen mit dem Bundesrat, der Schweizer Regierung, ein Konzept entwickelt hat, das dann in der Volksabstimmung die Mehrheit gefunden hat. Und das ist natürlich ein Faktor, den es bei uns nicht gibt. Und behaupte ich nicht, dass wir es alles so machen sollen wie die Schweiz. Aber eins sollten wir wenigstens machen, die Bahn muss ein öffentliches Thema sein, auch vor und nach Wahlen. Ich hatte kürzlich in Nürnberg zu tun und habe mir mal den DB-Bus angeschaut, der Nürnberg-Mannheim fährt. Ja, das ist ein ganz respektabler Bus, dreiachsig. Und
Da wurde mir schmerzhaft bewusst, wie man von Dürnberg nach Mannheim kommt. Da fährt man nämlich in Stuttgart ein zur Minute 23 und zur Minute 21 fährt immer alle zwei Stunden regelmäßig der ICE nach Mannheim, sodass man also hier 58 Minuten, ja, da gibt es das Torbenforum und sowas, da anschauen kann. Weil das viele Leute gar nicht wollen, nehmen wir jetzt also den Bus. Jetzt muss ich mir eins sagen, die Fahrzeiten dieses Intercity, um 5 Minuten zu beschleunigen, würde einige Millionen kosten. Warum fehlen diese Millionen? Warum wird die Rheinstrecke nicht ausgebaut, um besser den Güterverkehr durch den Gotthard zu fahren? Warum fährt man von München in die Schweiz noch mit Diesellokomotiven, die übrigens 40 Jahre alt, demnächst Oldtimer, also es ist fast historisch, was Sie da sehen. Ja? Warum ist das so? Da ist auch wiederum ein Strukturmangel. Die Deutsche Bahn erhält ja in der Größenordnung 20 Milliarden alles zusammen vom Bund. Und die Investitionsmittel, die Größenordnung zu 4 oder 5 Millionen betragen, da darf die Deutsche Bahn 17% für Eigenleistung von vornherein abzweigen. So, jetzt ist wunderbar, wenn Sie einen Tunnel planen für 1 Milliarde, dann brauchen Sie ein paar Zeichnungen und dann bohren die da ein paar Jahre und dann sind die Kosten liegen bei 3, 4, 5% und 10% wandert in die Gewinnkasse und führt zum Boni der Beteiligten. Wenn die jetzt für das gleiche Geld die Strecke München-Zürich, München natürlich bis zum Bodensee oder von Karlsruhe nach Basel umbauen, dann sind die Ingenieurleistung auf sich natürlich 15, 16%. Das ist weniger Gewinn, deswegen macht man das auch nicht. Und deswegen baut man mit dem Bundesgeld möglichst nur Tunnel. Und wir haben den absurden Fall, ich habe also mit Bundesministerien aufgerollt, dass auf der Strecke von Ebensfeld nach Erfurt, wird ja eine Neubaustrecke gebaut, weil Ebensfeld ist ein so wichtiger Ort, Erfurt auch, hat ja 100.000 Einwohner, da muss jetzt also der ICE fahren, einer pro Stunde, 7 Milliarden Euro. Das ist ein Streckenabschnitt, den könnte man 500 Millionen billiger bauen. Die Bahn bestreitet das auch gar nicht, aber die sagt, wir dürfen bauen, wie wir wollen. Und das ist, und die 500 Millionen sind entsprechend teuer. Wir haben damals den Freiherrn von Gutenberg, als er noch Minister war, besucht. Der ist dagegen angegangen und ist zu seinem Kollegen Verkehrsminister gegangen. Es hat nichts genützt. Die Bahn darf bauen, wie er will, wie sie will. Und egal, ob Milliarden hier oder wo sinnvoll sind, das interessiert die Bundesregierung überhaupt nicht. Und dies ist das Unglück, was uns laufend diese Misere beschert, dass wir 5 Minuten den Zug verpassen oder dass wir nicht genügend Züge in die Schweiz kriegen, auch wegen, wie gut sich immer da denken. Herr Kornelli, was mich so ein bisschen umtreibt, ich erinnere mich an einen Auftritt von Herrn Ramsauer, der, ich meine, er war bei Anne Will, das war vor ein paar Monaten und dann ging es halt um den desolaten Zustand speziell der deutschen Autobahn und so weiter und da würde ja viel zu viel eben Lieferverkehr und man könnte ja und so weiter, dass eben unsere Straßen überlastet sind, was ja eigentlich sozusagen ein Produkt ist der Bahnpolitik. Zumindest Ansicht vieler hier, wenn es speziell um den Güterverkehr geht. Und dann meinte Herr Ramsauer, da erinnere ich mich daran, dass er irgendwie die rhetorische Frage stellte, naja, weil sich Unternehmen beschwerten, sie könnten keine Schwerlaster über die Straße heizen und so weiter. Und dann meinte er, naja, müssten sie ja auch gar nicht, man müsste wieder anfangen, die Frage zu stellen, muss es denn auf der Autobahn sein oder könnte man es nämlich nicht auch mit der Bahn machen oder es ging ja auch noch zusätzlich um den Schiffsverkehr. Und dann hatte ich den Eindruck, naja gut, Herr Ramsauer ist vielleicht wirklich, hat vielleicht wirklich ein Interesse daran, die deutschen Straßen zu entlasten und vielleicht wieder mehr in Richtung Bahnverkehr zu gehen. Ich weiß nicht, wie gut Sie noch in Berlin vernetzt sind, aber können Sie uns einen kleinen Einblick geben, wie ist gerade in Berlin so die Einstellung zur Bahn und zu den Aufgaben, auch speziell vor dem Hintergrund der Infrastruktur? Also sicher hat auch der Ramsauer ab und zu helle Augenblicke gehabt. Ich habe jedenfalls keinen einzigen Schritt, keine Maßnahme, keinen gesetzgeberischen Vorschlag, was immer, keinen Haushaltsvorschlag gehört, der in diese Richtung ging. Insgesamt lesen wir in diesen Tagen, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Infrastruktur durch die Bank auf Verschleiß fährt. Ganz egal, was es ist. Straßen, Bahn, überall wird auf Verschleiß gefahren. Und dann heißt es, Steuern dürfen nicht erhöht werden. Dann hat ein Landesminister mal gesagt, dann müssen wir halt noch eine Maut machen, was auch nicht so populär ist.
Aber wir müssen noch mal grundsätzlich diskutieren, ob wir unser Infrastrukturnetz, was wir haben, ob wir das langsam runterfahren, kaputt fahren, wie es die Bahn macht, oder ob wir sagen, da müssen entsprechende Steuermittel rein oder entsprechende Tarife erhöht werden, aber nicht wegen überzogener Großprojekte, sondern da muss eine Tarifpolitik kommen, die das Netz dann auch sichert. Und das heißt, das Netz auch sichert an Straßenbau. Ich halte also Infrastrukturmaßnahmen für zentrale Bedeutung in der Wirtschaft und für die Lebensqualität dieses Landes, aber ich sehe nicht, dass die Bundesrepublik, dass die Bundesregierung dem entspricht. Allein wenn der Grobe jetzt sagt, ich muss das jetzt nachkommen, wir haben einen Rückstau, ich glaube 20 Milliarden oder was? 30? Also wir haben einen Rückstau von Milliarden, ja, da hätte die Bahn doch die ganzen letzten Jahre mal sagen müssen, da gehen wir rein, und die Bundesregierung hätte sagen müssen, da gehen wir rein. In Stuttgart hatten wir jahrelang nichts getan in die Schulen, in die Schulbauten, nicht renoviert, nicht modernisiert. Und dann hat man eine fremde Firma, weil Stuttgart gar keine eigene Bauverwaltung mehr hatte, die das rechnen konnte, eine Firma erheben lassen, wie das aussah mit den Schulen, den Dächern, den Toiletten, den Heizungen. Und dann kam ein Bedarf raus von einigen hundert Millionen Euro. Und die Stadt muss jetzt über 5, 6 Jahre in einem Programm nach und nach alles das, was sie früher glaubte, an Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen zu sparen, nachfinanzieren. Das heißt, wer auf Verschleiß fährt, das weiß jeder Hausbesitzer, der kriegt hinterher eine größere Rechnung. Das müsste auch der Bahnbesitzer, der Bahneigentümer gut begreifen. Ich muss, danke, Herr Konradi, gerade an der Stelle die Diskussion jetzt beenden, würde Sie aber alle noch mal bitten, Herr Konradi, wir haben jetzt 20 Jahre Bahnreform, denken wir mal in die Zukunft, noch mal 20 Jahre, man hat Ihnen kürzlich zum 80. gratuliert, Sie wären dann 100, aber nehmen wir mal an, so Gott will, sehen wir uns hier in 20 Jahren wieder. Einfach ein kurzes Statement von Ihnen, was würden Sie sich wünschen und worüber würden Sie vielleicht dann gegebenenfalls in den nächsten Tagen auch gerne, welche Denkanstöße würden Sie dann vielleicht diskutieren, die dann vielleicht in 20 Jahren spruchreif werden? Ganz kurz. Ich wünsche mir eine gemeinwirtschaftlich orientierte, ökologisch vernünftige Bahnpolitik des Bundes und der Länder, die unzählige Großprojekte stoppt. Ich habe den Eindruck, das wird an der Bahn, am Schluss des Stuttgart 21, wird an der Bahn scheitern. Weil irgendwann setzt sich dann mal durch, dass die Kosten und die Unmöglichkeiten der Planung, dass das nicht zu bezahlen und zu machen ist. Das wäre mein größter Wunsch. Aber das würde dann zusammengehören mit einer langfristig orientierten, zukunftsfähigen Bahnpolitik. Und an der fehlt es bei der derzeitigen Koalition leider sehr. Alles klar, Herr Leifert, stelle eine Frage an Sie. Ja, in 20 Jahren haben wir hoffentlich die zweite oder dritte Stufe des Deutschlandtakts. Und wir haben hoffentlich, oder da bin ich eigentlich sogar sicher, wir haben doppelt so viele Passagiere auf der Schiene wie heute, sind damit immer noch nicht so gut wie die Schweiz, die ist noch besser. Und wir haben deutlich mehr Verkehr auf der Schiene im Güterverkehr. Und das alles auf einem Netz, was zwar ausgebaut ist, aber nicht etwa verdoppelt ist, sondern wenn man es geschickt ausbaut, kann man eben deutlich mehr fahren. Das müsste aber in den nächsten 5 Jahren jetzt irgendwie angestoßen werden, sonst ist es zu spät. Also auch ich wünsche mir natürlich eine Bahn, die wirklich für den Bürger da ist. Deswegen heißt ja auch unser kleiner Verband Bürgerbahn statt Börsenbahn. Ich wünsche mir eine Bahn, die für den Bürger da ist. Und das kann sie dann, wenn die Mitarbeiter anders behandelt werden, als das in den letzten 20 Jahren der Fall war. Denn die Mitarbeiter sind die sozusagen wirklich das Kapital, das in einem Dienstleistungsunternehmen die wichtigste Rolle spielen muss. Und demgemäß müssen auch die Mitarbeiter mit ihren Belangen, mit ihren Rechten, auch mit ihrer Verantwortungsbereitschaft gefordert werden. Und es müsste aufgehört werden, von oben herunter mit sachfremden Regularien den Betrieb gestalten zu wollen. Und es müsste die Verantwortung der Politiker da sein, die nur solche Bahnvorstände und Aufsichtsräte wählen und einsetzen, die natürlich sich dieser Aufgabe verpflichtet fühlen. Denn darin liegt die Krux, dass man über Bundesregelungen und weltweiten Engagement sich alle möglichen Renommees zulegt und der Bürger dieses Landes einfach nur in dem dritten und vierten Glied mal eine Rolle spielt. Alles klar, Herr Dietrich, und Frau Kammer. Meine Wünsche an die deutsche Bahnreform.
Das überlasse ich Ihnen. Ich glaube, wenn Sie wirklich überhaupt irgendetwas lernen können von der Schweiz, da bin ich jetzt wirklich bescheiden, dann ist es das, was Herr Conradi gesagt hat. Sprechen Sie über diese Themen, machen Sie Medialität. Es ist nicht eine Angelegenheit eines Ministers oder eines Parlamentariers, Entschuldigung, es ist die Angelegenheit von Ihnen allen. Und zwar einen direkten demokratischen Mittel wie wir, aber wenn Sie keine Medialität schaffen, das ist eine Verhaltensänderung. Ich mache ein kleines Beispiel. Ich war letztes Jahr an einem Referat in Deutschland, gut politisch vielleicht ein wenig weniger grün und links, und ich habe nur die freche Frage gestellt. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer, wie Sie das immer nennen wollen, wer von Ihnen ist mit der Bahn gekommen? Also, ich frage hier auch mal, wer ist mit der Bahn gekommen? Also, Sie sind jetzt die, oder mit dem Fahrrad oder dem Langsamverkehr und so weiter. Jedenfalls, was ich sagen konnte, als ich diese Frage das letzte Mal stellte, ging eine Hand raus. Und ein Vertreter der Deutschen Bahn, Name nicht genannt, fragte mich, warst du wirklich so blöd und bist aus der Schweiz mit der Bahn gekommen? Ich denke, wir können von der Schweiz lernen, wir sollten auch von der Schweiz lernen, wie dort der öffentliche Verkehr organisiert ist, gerade der Schienenverkehr. Und ich wünsche mir für die Bundesrepublik also eine Umkehr dieser Privatisierungsbestrebungen. Das gilt allerdings nicht nur für die Bahn, für die Schiene, sondern es gilt für den gesamten die gesamte Daseinsvorsorge. Ich halte das für einen Fehler. Für die Bundesrepublik und für Europa wünsche ich mir einfach, dass man einen öffentlichen Schienenverkehr auch grenzüberschreitend organisiert und nicht, dass die einzelnen Länder sich jetzt gegenseitig in Positionen bilden, also die BAG gegen die SNCF, das ist ja auch noch was da läuft nebenbei. Und wenn das gelinge, wenn man da politische Voraussetzungen schaffen kann und werben kann, dann kommen wir vielleicht einen Schritt weiter, aber ich bin da nicht sehr zuversichtlich. Okay. Herr Dietrich hat es gesagt, der Schlüssel ist Reden. Hier geht es jetzt erstmal nicht weiter mit Reden, hier geht es weiter mit einem Film, der generalmusikalisch begleitet von Rainer Michel und Band. Es wurde viel angeschnitten heute Abend, viel über das sicherlich die nächsten zwei Tage auch noch gesprochen wird. Ich wünsche dazu ganz viel Erfolg.